Ich begrüße Sie ganz herzlich zu SWR Landesschau Rheinland-Pfalz. Gemeinsam geht vieles leichter, auch abspecken. Das wissen auch die Bewohner der beiden pfälzischen Gemeinden Dudenhofen und Römerberg. Die fasten nun auf wirklich besondere Art und Weise. Gemeinsam gegeneinander, also das eine Dorf gegen das andere. Wer an Ostern am meisten abgenommen hat, der hat gewonnen. Genau, an Karsamstag, da wird wieder gewogen und natürlich sind wir dann auch wieder mit der Kamera dabei. Und wissen Sie, was der Abschluss der Fastenaktion sein wird? Nicht etwa ein gemeinsames großes Sportfest, nein, sondern ein großes gemeinsames Festessen. Dass es in der Eifel immer ein bisschen länger kalt ist als in der Pfalz, das ist ja bekannt. Verwunderlich ist es trotzdem, wo doch in der Eifel schon sehr lange, sehr rechtzeitig der Winter ausgetrieben wird. Mit einem jahrhundertealten Brauch, dem Radschieben. Damit haben sich die Bewohner von Neroth am Wochenende bereits vom Winter verabschiedet. Da sind sie aber optimistisch, die Neroter. Ob der Winter wirklich schon am Ende ist, das erfahren wir nachher ausführlich beim Wetter. Was machen Sie eigentlich jeden Tag? Also wirklich jeden Tag? Morgens aufstehen, mit dem Hund Gassi gehen oder die Zeitung lesen? Fabian Sponheimer aus Bad Kreuznach, der fotografiert jeden Tag. Und zwar wirklich jeden Tag. Und es kommt noch besser, er fotografiert jeden Tag dasselbe, sich selbst. Wir wollen es in dieser Woche wieder wissen. Wie gut kennen Sie Rheinland-Pfalz? Dafür zeigen wir Ihnen täglich einen Rätselfilm. Die Lösungen, die notieren Sie sich. Und am Freitag haben Sie dann die Chance auf einen tollen Preis. Dazu gleich mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum ersten Rätsel. Wir suchen den Namen eines Flusses. Er ist insgesamt 173 Kilometer lang. Doch nur etwas mehr als 40 Kilometer davon fließen durch Rheinland-Pfalz. Und nach dem Konzert übernachten Sie in Mainz in einem schönen Hotel. Das gehört nämlich auch zum Gewinn. Wie der Vater, so der Sohn. Ein Spruch, der erstaunlich häufig bei Sportlern zutrifft. Denken Sie mal an den Sohn von Christian Neureuther, Felix Neureuther. Der hat ja ist gestern Zweiter geworden im Slalom bei der Ski-WM. Oder an Vater und Sohn Scherer aus der Ringer Hochburg Schifferstadt. Marco Scherer, der Olympiamedaillengewinner und zehnfacher deutscher Meister, der trainiert seinen Sohn Marvin. Und das so erfolgreich, dass der VfK Schifferstadt wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Walter Gansen war heute schon am Morgen unterwegs und hat lange nicht mehr. Liegt da etwa schon der Frühling in der Luft? Nicht nur der Frühling, liebe Zuschauer, viel mehr. Unser Wetterreporter Markus Bund war heute an einem Ort, an dem sogar Schmetterlinge schlüpfen. Den Frühling und Schmetterlinge finden Sie in unserem heutigen Hierzulandort noch nicht. Dafür aber jede Menge Geschichte. Wir besuchen einen wesentlich jüngeren Ortsteil, der erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist, als nach dem Krieg Wiederaufbau und Wirtschaftswunder auch in den Dörfern Einzug hielten. Der Wormser Tiergarten ist natürlich auch am Tag einen Besuch wert. Mehr Frauen in kirchlichen Führungspositionen. Dafür kämpfen Theologinnen schon seit vielen Jahren, bislang allerdings mit wenig Erfolg. Nun hat heute in Trier die Bischofskonferenz begonnen und genau dort soll dieses Thema mal wieder aufs Tablett. Doch welche Chancen haben Frauen überhaupt, in der Hierarchie der katholischen Kirche aufzusteigen? Darüber spreche ich gleich mit Angelika Fromm von der Aktion Lila Stola. Wettbewerbe und Rekorde vom Wochenende, darum geht es heute in unserem Ende gut. Vermutlich ist es der süßeste Wettbewerb, der überhaupt in Rheinland-Pfalz ausgetragen wird. Beim Petit Salon du Chocolat in Neustadt an der Weinstraße, da zeigten die besten Konditoren, dass man aus Schokolade mehr machen kann als eine Tafel. Hier geht es jetzt weder um Wurst noch um Schokolade, sondern um weitere Neuigkeiten aus Rheinland-Pfalz. Die hat Sascha Becker für Sie. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, schönen Abend. Bei uns sind. Guten Abend. Sie sind Sprecherin der Aktion Lila Stola in der Kirchenvolksbewegung. Vor lauter Ärger aus der Kirche ausgetreten. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Also ich finde es einmal sehr gut, dass am Mittwoch der Studientag ist und man über Dienste von... Da ist seit Herbst 2012 eine Frau, hat da das Dekanat Rhein-Wied geleitet. Das ist ein Führungsjob, machen eigentlich nur Männer. Sie durfte das ersatzweise machen, solange kein Mann da ist. Jetzt haben Sie einen gefunden und Sie haben einen Artikel in diesem Buch mitgeschrieben. Unser Pfarrer ist eine Frau. Da geht es um die Erfahrungen, man so machen kann. Ja, und es steht auch drin, in Trier als auch in Rom wirkt und wir Neues erfahren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir gucken aufmerksam nach Trier in den nächsten Tagen.